So, hallo zusammen. Wir schauen uns heute etwas aus der Welt der Algebra an. Um genauer zu sein, ist es etwas aus der Gruppentheorie. Okay? Das heißt, wir wollen etwas über ein Element aus einer Gruppe sprechen. Das heißt, das wäre nicht schlecht, wenn man, beziehungsweise man muss schon wissen, was eine Gruppe ist. Wiederholen wir das. Was ist eine Gruppe? Eine Gruppe ist eine Menge. Okay? Wir haben eine Menge. Und innerhalb dieser Menge gibt es eine gewisse Struktur, eine Verknüpfung. Ich muss die Elemente irgendwie verknüpfen, okay? Und wenn es in dieser Menge ein neutrales Element gibt, das heißt, wenn ich ein Element habe und das mit diesem neutralen Element verknüpfe, dann verändert sich nichts, dann kommt wieder das Element raus. Dann habe ich ein neutrales Element. Also es gibt ein neutrales Element. Dann gibt es zu jedem Element ein inverses, okay? Das heißt, ein Element B ist zu einem Element A invers. Wenn ich die verknüpfe, dann lande ich beim neutralen Element. Und die Verknüpfung muss assoziativ sein. Okay? A verknüpft B. Das, was hier rauskommt, verknüpft mit C. Ist dasselbe, wie wenn ich B und C verknüpfe und das dann mit A verknüpfe. Okay? Wenn ich die Sachen habe, dann habe ich eine Gruppe. Das nenne ich eine Gruppe. Okay? So. Ein ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel die ganzen Zahlen. Und als Verknüpfung nehmen wir plus die Addition. Okay? So. Was ist das neutrale Element? Naja, die Zahl 0. Jede ganze Zahl plus 0 bleibt die ganze Zahl. Also ist 0 das neutrale Element. Okay, was ist das Inverse? Naja, wenn ich eine Ganzzahl a habe, dann ist minus a das Inverse dazu. Okay, zu 1 ist es minus 1, zu 2 ist es minus 2. Und die Addition, die ist auf jeden Fall assoziativ. Das heißt, die Menge der ganzen Zahlen mit der Addition, die bilden eine Gruppe. Okay? Und wir wollen heute folgende Behauptung beweisen. Wenn ich eine Gruppe G habe, ein Element X und y' sind Inverse von X, dann gilt schon, y ist gleich y'. Das heißt, das Inverse eines Elements ist eindeutig. Okay, beweisen wir das mal. Naja, das ist nicht schwer, schreiben wir das mal hin. Naja, y', y' sind Inverse. Was heißt das? Das heißt, X mal y, also verknüpft, es muss jetzt nicht mal sein, verknüpft mit y, ist das neutrale Element. Das nennen wir mal das 1-Element, das neutrale Element, okay? Naja, aber y' ist auch invers. Also ist das neutrale Element dasselbe auch wie x verknüpft mit y'. So, und jetzt verknüpfe ich mal von links y ran. Okay? Dann habe ich hier habe ich dann y. Okay, gleich y. Also überall kommt ein y hin. Okay, so, wir sind ja in einer Gruppe, also ist die Verknüpfung assoziativ. Assoziativ, das ist dasselbe wie y(x), y. Und y verknüpft mit dem neutralen Element ist y. Und hier habe ich y(x) und y'. So. Y ist ja das Inverse zu x, also es ist dasselbe wie das neutrale Element. Hier auch. So, und jetzt sehe ich, das neutrale Element verknüpft mit y ist wieder y. Gut, hier habe ich y. Und das neutrale Element mit y' ist y'. Somit habe ich bewiesen, wenn ich zwei Inverse habe, dann sind die schon gleich. Das heißt, das Inverse zu einem Element in einer Gruppe ist eindeutig. Okay? Gut, ich setze auch einen Punkt. Ich hoffe, das ist klar geworden, die einzelnen Schritte. Es gilt wieder nicht auswendig lernen, verstehen. Wenn es irgendwas gibt, könnt ihr euch melden. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.